Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen Sondervideo. Ich habe vor ein paar Tagen ein Paket bekommen von Purish bzw. von Love, die mir nämlich diesen Adventskalender zugeschickt haben. Das ist der All I Want Adventskalender von Love Cosmetics. Wir werden ihn auspacken, ich werde euch meine Meinung dazu sagen und wir werden so ein bisschen was mit den Produkten schminken, die hier drin sind und im Anschluss erfahrt ihr, ob ich den Adventskalender euch empfehlen kann oder nicht. Ihr wisst, Love und ich sind so, Love war die erste Marke, die mir jemals irgendetwas geschickt hat mit 175 Abonnenten und das werde ich dir nicht vergessen. Was aber nicht heißt, dass ich sage, der Adventskalender ist gut, weil wir wissen, Nagellacke sind bei mir eh schon konsequent erstmal raus. Wenn nur Lippenprodukte 2020 drin sind, girl, we don't need them today. Ich bin gespannt. Ich habe einen Code von Purish bekommen. Ich verdiene nichts an diesem Video. Ich verdiene außer das, was mit der Werbung. Ich kriege kein Geld, wenn ihr irgendwas kauft, aber ihr könnt 20% sparen. Ich setze mich immer dafür ein, dass ich Codes für euch rausschlagen kann, auch wenn ich nichts dafür kriege. Nur damit ich euch ermöglichen kann, etwas zu kaufen, falls ihr es haben wollt und dann auch noch mal ein bisschen was sparen könnt. Heißt also, mit dem Code MAXIMXLOVE, glaube ich, ist es, könnt ihr 20% auf das komplette Love-Sortiment bei Purish sparen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an und unboxen dieses Schätzchen hier. Wie immer werde ich das Ganze so machen, dass ich die Produkte auspacke. Ich sage euch nicht, in welchem Türchen was ist. Ich werde auch anschließend die Produkte, die ich nicht benutzt habe, direkt in die Verlosungsbox geben. Also solltet ihr mir unbedingt auf Instagram folgen, denn da kommt in den nächsten Wochen einiges auf euch zu. Auch Verlosungen, Ankündigungen, alles Mögliche. Und jetzt geht es los. Der Adventskalender ist extrem groß, sehr, sehr schön aufgemacht. So sieht er einmal von innen aus. Ich hoffe, es passt alles hier mit ins Bild. Wir haben 24 Türchen, große und kleine. Hier steht noch ein kleiner Liebesbrief drin und Be You, Do You, For You. Süß gemacht. Ich habe tatsächlich gar nicht gedacht, dass Love dieses Jahr auch einen Adventskalender macht. Haben sie aber getan und wir packen den jetzt mal aus. Wir haben als erstes einen Lippenstift. Das ist die Farbe Nadine Sperry. Was ganz süß ist, das wusste ich, weiß ich noch gar nicht so lange, die Namen der Lippenstifte mit, wenn da Nadine oder Sina oder so, das sind alles Mitarbeiterinnen von Love, die die Farbe ausgewählt haben. Also eine ganz, ganz süße Sache. Das ist ein sehr schöner Rotton. Ich weiß, Lippenstifte im Moment ist ein bisschen schwierig, deswegen hoffen wir mal, dass wir hier noch ein paar andere schöne Sachen kriegen. Ein großes Päckchen. Ach, wie süß. Guck mal, hier steht auch immer noch mal so eine kleine Notiz drauf. No one is you and that is your superpower. Oh, das ist wirklich süß. Hier haben wir ein Liquid Lipstick in einem, ja, das ist so ein dunkles Lila, glaube ich. Das ist die Farbe Permanent Fave 791. Das Schöne ist, solange hier nicht 25 Lippenstifte drin sind, ist alles besser als der von NYX. Ein großes Päckchen. Seek to be the whole, not to be perfect. Aha. Okay. Das ist eine Produktneuheit. Das sieht man schon am Packaging. Das ist nämlich ein Concealer Brush. Finde ich super, dass hier, also anscheinendmäßig jetzt nicht nur alte Produkte drin sind, sondern auch neue Produkte. Hier ist ein... Oh, wie geil. Ach, die habe ich geliebt früher. Das sind Eyeshadow und Liner. Glitter in Foil Effect Long Lasting. Ich packe ihn mal kurz für euch aus. Ja, die sind mega. Auch das ist recht neu, weil früher hatten sie ein anderes Packaging. Das ist, ja, das ist so ein Liquid Eyeshadow gepresst. Kann man als Liner benutzen oder als Lidschatten. Wie gesagt, sind 6 Gramm drin. Ich glaube, der kostet alleine schon 10 Euro oder so. Auch die Boxen kann man sehr, sehr gut wiederverwenden. Ich werde extrem oft gefragt, Maxim, kannst du mir die Dinger schicken? Kann ich leider nicht, weil ich die schon weitergebe an meine Familie, an Freunde, damit die einen Adventskalender machen und ein kleines bisschen Geld sparen können. Hier haben wir eine Mascara auch in Full Size drin. Das ist die Love Rose Sculpting und Volume Mascara. Hier ist eine kleine Make-up-Bag drin und die ist durchsichtig. Das heißt, man weiß auch wirklich, was mit drin ist. Ist auch eine super süße Sache für unterwegs mal. Kann man immer gebrauchen, sowas. Hier haben wir noch einen Lippenstift. Das ist die Farbe Velvet Sorrow, das ist eher ein Nude und das ist auch so ein Matt Velvet Matt Lippenstift. Dann haben wir hier einen Primer, das ist der Anti-Redness Primer. Der ist wirklich fantastisch gut, also ich habe den früher auch sehr, sehr gerne genommen. Dann haben wir noch einen Lippenstift, das ist die Farbe Maurer's Blushed Mauve. Wir haben noch einen Lippenstift, das ist ein Liquid Lipstick Non-Transfer. Die sind gut unter Masken, ne? Also es klingt immer so, im Moment Liquid Lipsticks tragen. Man trägt ja auch nicht nur Make-up für andere im Alltag, sondern auch für sich manchmal zu Hause. Ich zumindest. Dann haben wir hier ein
ein Eyebrow Brush. Ich habe jetzt meine Augenbrauen schon gemacht, deswegen ist der für euch auch ein Full-Size-Produkt. Und das ist die Farbe Brush. Nee. Das ist die Farbe Chocolate. Also kann man, können viele Leute benutzen. Oh, das ist sehr schwer. Ein Multi-Bronzer. Okay, aber was ist das für eine Farbe? Also Packaging ist Golds. Das ist Perfect Combination of Blush and Bronzer. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber wir haben so Korall und Pink und Grau. Wir tragen den mal auf. Ich gehe jetzt hier einfach mal rein. Ich habe extra noch keinen Blush aufgetragen. Das ist ein gebackener Blush-Bronzer. Den setze ich mich hier hin. Das ist eine schöne Farbe und der macht direkt diesen Wet-Look, ne? Also ihr seht sofort, wow. Okay, geile Farbe. Gefällt mir sehr gut. Riecht nicht, schöner Spiegel drin, schönes Packaging, wow. Hier ist auch ein großes Paket drin. Das ist das neue Make-up-Fixing-Spray Vegan Silk Anti-Pollution Effect. Das ist nagelneu. Das ist vielleicht vor 2 Monaten rausgekommen. Sie haben es gleich in den Adventskalender gepackt. I stan. Das kommt nämlich in so einer Aluminiumverpackung. Sieht unglaublich schön aus. Und ich war richtig gehypt, das zu testen. Oh. Das ist der Sprühnebel ähnlich wie der von Morphe. We don't support Morphe anymore. Und ihr könnt gedrückt halten. Riecht ganz toll. Sieht schön aus. Okay, das teste ich auf jeden Fall weiter. Mega. Jetzt kommen die großen Sachen hier. Dann haben wir hier einmal die Love the Glorious Palette. Die habe ich tatsächlich schon, deswegen bleibt die zu. Das ist eine Highlighting-Palette. Ein Ton davon ist auch so ein bisschen blushy, wenn ihr es sehr metallisch und sehr, sehr glowy haben möchtet. Okay, ich liebe meine Base gerade. Dann haben wir hier einen Lip Volumizer in einer durchsichtigen Farbe. Die sind super, die prickeln so ein bisschen und ihr habt einen sehr, sehr schönen, vollen Kussmund. Mag ich gerne die Produkte. Dann haben wir hier ein Loose Powder. Das habe ich so auch noch nicht gesehen in so einem Packaging. Das ist so ein bisschen roséfarben, das ist aber translucent. Damit kann man so ein bisschen abmattieren. Ich bin jetzt matt, deswegen bleibt das zu. Cool. Das finde ich gut, dass hier Produkte drin sind, die man sonst vielleicht nicht getestet hätte oder gekauft hätte. Dann haben wir hier ein Under-Eye-Treatment. Das kann man unter die Augen geben und das soll dann dafür sorgen, dass man eine Augenpflege hat und das Ganze so ein bisschen kühlt und beim Abschwellen hilft und Augenringe minimieren. Was brauchen wir anderes als das? Ich habe das Gefühl, hier sind mehr Dinger drin als sonst wo. Dann habe ich hier ein Black Lip Scrub mit Charcoal, mit Aktivkohle. Auch ein cooles Ding. Freunde, schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Adventskalender haltet. Ich bin ehrlich mit euch, das ist schon nicht schlecht. Dann haben wir hier wieder ein Eyeshadow und Liner. Das ist auch wieder so ein Cream-Product, Glitter-in-Foil-Effekt, Long-Lasting in so einem, ja, in so einem Blondton. Dann gibt es das Ganze hier auch nochmal in einem Grün. Ist auch eine spannende Farbe. Hier haben wir nochmal ein Liquid Lipstick, aber in einem sehr intensiven Fuchsia-Pink. Das ist die Farbe No Forsaking. Cool, das ist eine schöne Farbe. Kenne ich so auch noch nicht. Das ist auch wieder schwer. Oh, geil. Das ist für meine Oma, die liebt dieses Produkt. Das ist das Luxury Oil. Das ist ein Öl, das kann man sich auf die Haut geben, in die Haare, auf die Nägel. Meine Oma schwört darauf. Ich glaube, ich habe ihr 5 Dinger damals besorgt. Die sind jetzt mittlerweile leer und sie war total traurig, dass man es nicht mehr in der Drogerie kriegt. Oma, das ist für dich. Das ist ein ganz, ganz tolles Öl. In die Haare, wenn ihr trockene Spitzen habt, unter euer Make-up, in euer Make-up rein. Iconic. Full Size. Dann haben wir hier einen Shadow Liner, ein Liquid Liner und Eyeshadow in der Farbe 120 Mauve Sparkle. Sieht auch spannend aus. Ich pack's mal aus. Das ist... Ach, das ist wirklich wie so ein Eyeliner, ne? Ich swatch ihn einmal kurz auf meiner Hand. Ja, damit kann man vielleicht so einen kleinen Effekt machen, die Cut Crease intensivieren, einen schönen Eyeliner ziehen, wenn man es kann. Can't relate. Und das letzte Paket, Freunde, das ist das größte. Das ist eine Full Effect Highlighter und Eyeshadow Palette. Okay, können wir kurz über das Packaging reden? Das ist so holographisch gemacht. Und wir haben hier 5 Schimmertöne, die ihr auch gut als Highlighter benutzen könnt oder auf eure Augen. Das waren tatsächlich auch
alle Produkte aus dem Kalender. Ich habe mich jetzt so ein bisschen spontan dafür entschieden, dass ich keine weiteren Produkte benutze in meinem Gesicht. Ich habe mehr Freude daran, wenn ich weiß, dass ich euch die Produkte zur Verfügung geben kann oder wenn ihr sie bekommt. Deswegen verzeiht mir, wenn ich sie jetzt nicht benutze. Aber es waren wirklich tolle Produkte mit dabei. Full-Size-Größen, ich glaube, es war keine Testergröße mit drin. Für 99 Euro abzüglich 20% für 70. Habt ihr gefühlt einmal das komplette Love-Sortiment mit wirklich guten Produkten. Es waren jetzt vielleicht 5 Lippenprodukte drin. Die werden ja nicht schlecht sofort, ne? Also die kann man auch aufheben, die kann man mal für ein Event benutzen. Und wir haben aber viele Produkte, die man auch gut benutzen kann. Jetzt viel für die Augen, viel für die Haut. Das Setting Spray kann man immer gebrauchen. Die Blush-Palette gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin ehrlich gesagt begeistert. Vielleicht ein Lippenprodukt weniger. Ein Nagellack wäre sogar in Ordnung gewesen anstelle eines Lippenproduktes. Aber da will ich jetzt, glaube ich, gar nicht so drauf rumhacken. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er das findet. Ich setze euch die Produkte einmal unten in die Infobox, Freunde. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Kalender sagt. Ich finde es gut. Schaut da unbedingt gerne vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielleicht hat es dem einen oder anderen ja geholfen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.